im Gleichschrittmarsch. Ein echter Härtetest für unsere Brücke aus Glas. Die Brücke aus Glas in der Ausstellung Brücken und Wasserbau. 1998 eigens für das Deutsche Museum von Jörg Schleich konstruiert, dem Ingenieur des Münchner Olympiadachs. Heute wird die Brücke professionell malträtiert und auf Herz und Nieren geprüft. Es ist ja kein übliches Bauwerk, was wir hier haben. Es ist ein Bauwerk, das schwingt sehr stark, aber es soll auch schwingen. Es soll ja erlebt werden von den Besuchern im Museum. Professor Mangerick hat vor 22 Jahren schon das erste Gutachten über die Brücke angefertigt. Jetzt ist er wieder an der Reihe. Und da muss man ein bisschen mehr tun, als man das bei den üblichen Bauwerken draußen macht. Hier überprüfen wir viel, viel engmaschiger. Und wir machen das meistens, indem wir überprüfen, ob das Schwingungsverhalten immer noch so ist wie 1998, 2003, 2005. Eine solche Brücke muss regelmäßig überprüft werden. Dazu wird ein aufwendiges Messsystem an dem 15 Tonnen schweren und 37 Meter langen Bauwerk aufgebaut und justiert. Jedes Bauwerk hat eine Schwingung, die es gerne ausführt. So etwas nennen wir Eigenfrequenz. Und wie testet man, ob die Brücke noch sicher ist? Das machen wir, indem wir uns an das herannähern, was man eigentlich nicht machen sollte, an eine Resonanzkatastrophe der Brücke. Wenn wir dieses Bauwerk anregen, dann antwortet das Bauwerk mit entsprechend großen Verformungen, großen Amplituden, wie wir sagen. Diese Amplituden zeichnen wir auf. Natürlich braucht man dazu auch jemand, der die Brücke anregt. Ja. Und das sind immer unsere Studenten von der Universität der Bundeswehr. Die freuen sich schon darauf, wenn es mal wieder zu einer Brücke geht. Die Studenten marschieren über die Brücke mit unterschiedlicher Personenzahl und Schrittfrequenz. Ein Metronom hilft dabei, den Gleichschritt zu halten. Und tatsächlich, die ganze Brücke schwingt. Deutlich stärker als unter Normalbedingungen. Dabei werden die Daten der einzelnen Messsonden aufgenommen. Und aus diesen Daten, die wir dann gewinnen, daraus können wir das ablesen, was wir eigentlich wollten, dass wir ein sicheres Bauwerk zur Verfügung stellen können. Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn man jetzt über diese Brücke läuft. Deshalb führen wir diese Tests ja auch durch, damit die Leute, die rüberlaufen, auch sicher sind. Test bestanden. Die Brücke hält. Ab Ende 2021 dürfen unsere Besucher die Brücke wieder zum Schwingen bringen. Ganz sicher.